Das ist er, der Bau aus dem Mark. So ein paar Fragen am Rande. Erstmal zu der Energiekrise, die wir haben. Ausgerufen wurde ja schon am 8.3. von unserem Wirtschaftsminister, wir brauchen kein Öl, kein Gas aus Russland, wir müssen alles boykottieren und wir machen ein Embargo. Gut, hat ja wohl geschafft. Nord Stream 2 haben sie es ja nicht aufgemacht, so wie versprochen wurde vor der Wahl von den Grünen. Nord Stream 1, kommt wohl nichts. Ob mit nur irgendwo schon da vor Polen versickert oder was, weiß ich. Jedenfalls, es kommt da nichts mehr. Und jetzt heulen sie rum, ja, die Gasspeicher müssen wenigstens zu 88%. Vorige Woche war das doch zu 90%. So. Und denn, ja, dann hat er heute ein Interview gesehen oder so ein Zusammenschnitt von seinen Interviews, die er so gegeben hat oder seinen Pressemitteilungen. Da stand denn drin, oder hat er dann gesagt, so wortwörtlich so nach dem Motto, die Industriebetriebe könnten ja mal eine Woche ohne auskommen, das könnte man ja dann bezahlen, diesen Ausfall. Aber es könnte auch passieren, dass die ein Vierteljahr ohne da sind, ohne Gas und Energie. Und dann würden die Betriebe abwandern. Die wandern ab. Ja klar. Und die restlichen Leute, die da mal gearbeitet haben, die sind denn hier. Und weil die Grünen ja gut geplant haben und die Hellroten, haben sie gesagt, ein bedingungsloses Grundeinkommen für jeden. Das wird dann wohl so kommen. Die Dummen sind nur die, die noch Arbeit haben. Die müssen auch arbeiten gehen für das Grundeinkommen und das wird ziemlich schwach ausfallen. Im Verhältnis zu den Kosten, die jetzt bis jetzt da sind. So, aber noch eine Frage am Rande denn so. Habt ihr denn schon mal Nachrichten geguckt heute? Hat schon immer einer das Wort Niederlande gehört? Nee? Ich habe heute Videos gesehen von heute Vormittag. Da wurden Siloballen auf Autobahnen als Barrikade aufgebaut. Da ist ein deutscher Kollege in Urlaub gefahren oder und der hat es live gefilmt. Autobahn zu, in den Städten brennen Strohballen. Die Bauern sind beschnitten worden. Die dürfen auf Natura 2000 und FFH-Gebiete, so wie wir sie haben, nur noch 5% der Düngermenge ausbringen. Und weil die ja alles mit Gülle machen oder viel mit Gülle machen, können die eigentlich den Laden dicht machen, können die Viecher abschaffen. So was nennt man Enteignung. Aber wir brauchen gar nicht so weit nach Holland gucken. Hier drüben ist ein Kollege, der wollte vor 14 Tagen schon mal anfangen mit Gärreste holen, weil er denn nach seinem ersten Schnitt wollte er Gärreste rausbringen. Nun habe ich ihn heute angerufen, ich sage, sag mal, wolltest du nicht vorbeikommen? Ja, ja. Ich sage, na, Gärreste holen? Nee. Wieso nicht? Na, kann ich. Trecker kaputt? Güllefass kaputt? Nee, er darf nicht mehr. Wie, du darfst nicht mehr? Deine Mutter verboten oder was? Nee, die haben die Naturschutzgebiete um 25% erweitert. Und alle Flächen, die daran angrenzen, darf er nicht mehr bewirtschaften. Also nicht mehr intensiv bewirtschaften. Darunter zählt auch Gülle, Gärrest oder Pflanzenschutzmittel. Jetzt versteht man auch, dass sie über Düngeverordnung gar nicht mehr diskutieren. Die machen einfach die Naturschutzgebiete größer. Hier in Deutschland genauso. Und dann sind sie mit dem Ding erst los. Der Timmermans hat er drüben in Holland eingeführt. Da stimmen sie morgen drüber ab. Und hier brauchst du nicht abstimmen. Wir haben ja eine Demokratie. Hier stimmt man nicht drüber ab. Hier macht man das einfach. Weil wir haben ja die Leute in die Regierung gewählt. Also, ich weiß nicht. Irgendwas ist hier faul. Vor 14 Tagen haben sie noch rumgeheult, ja, und die Ukraine kann nicht keine Getreide liefern. Plötzlich können die wieder Getreide liefern. Und plötzlich ist es auch nicht mehr so dringend, dass wir hier die Getreideproduktion erhöhen. Tja, wir legen nächstes Jahr still, wir machen die FFH-Gebiete größer, wir dürfen keinen Dünger mehr steuern in diesen Gebieten, keinen Pflanzenschutz mehr machen. Wir machen hier Blümchen. Ach, das ist bestimmt, weil die von Froschfarben da aus der Parteiführung, die Spitze, gesagt hat, wir müssen das Pariser Abkommen unbedingt einhalten. Jo, ist richtig. Ey, hier ist was los. Sodom und Gomorra. Das kann so nicht weitergehen. Stellt euch mal selber die Fragen und fragt mal Nachbarn, ob die was von Holland gehört haben. Also die Bilder, die ich gesehen habe, da ist richtig heftig was los. Da brennt nicht, im wahrsten Sinne des Wortes, Luft, da brennt es richtig. Die Bauern wollen sich wehren gegen ihre Enteignung. Und was sie hier mit uns machen, ist genauso was. Ist auch eine Enteignung. Also, denkt mal drüber nach. Der Bauer aus der Mark.